Wir machen nahtlos weiter. Tausendmal in die Scheiße gegriffen. Eins, zwei, drei. Ich setz mich gerne in die Nesseln. Ich falle gern durch schlechte Beiträge auf. Die Menschen um mich rum schauen betreten zu Boden. Es gibt nicht viele, die mich für meine Beiträge loben. Ich nehme Anlauf und tauche ein. Peinliche Momente können so sehr peinlich sein. 1000 Meter Fettnapf, Rückenschwimmen und wieder Sieger. 1000 Meter Fettnapf, Freistil. Der letzte Platz wär mir viel lieber. Tausendmal in die Scheiße getreten, tausendmal ganz dünnes Eis betreten. 1000 Meter Fettnapf-Sieger, nicht schon wieder. Ich betrachte es als meine Aufgabe, den anderen aufzufallen als Ausnahme. Jemand zu sein, der Unpassendes sagt in Situationen, in denen's keiner wagt. Ich bin überaus gut darin, das Falsche zu fragen. Das hat er jetzt nicht gesagt, hör ich die anderen klagen. Es ist nicht so, dass ich's nicht bemerke. Denn immerhin bin ich kein intellektueller Zwerg. 1000 Meter Fettnapf, Rückenschwimmen und wieder Sieger. 1000 Meter Fettnapf, Freistil. Der letzte Platz wär mir viel lieber. Tausendmal in die Scheiße getreten, tausendmal ganz dünnes Eis betreten. 1000 Meter Fettnapf, Sieger, nicht schon wieder. Da war die Frau letzte Woche. Ich hab ihr angeboten, dass ich ihr Spaghettis koch. Sie sagte zu, doch sie sagte nicht, dass sie die neue Freundin meines Mitbewohners sei. Er kam eine Woche zu früh aus dem Urlaub in der Türkei. Ey, 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 ey. Und nur wir zwei. Ey, 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 ey. 1000 Mal in die Scheiße getreten, 1000 Mal ganz dünnes Eis betreten. 1000 Meter Fettnapf-Sieger, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder.